Markus Babbel wird das sagen. Der Freistoß von Kevin De Bruyne und dann springt Prödel deutlich höher als sein Gegenüber Joselu. Der geht gar nicht richtig mit hoch in diesen Zweikampf und dann kann man, glaube ich, Kuhn Castells keinen Vorwurf machen. Der steht einen Meter vor dem Tor und der Ball fliegt halt in hoch.